ne? Nicht gewalttätig, nicht gewalttätig mehr, ne? Wieso soll ich sagen, was sie? Gib mir doch einen Grund, sie anzubrüllen. Das Werkzeug ist leer. Frust gibt es in jedem Job. Gehen wir in Ihre Dienstnummer? Da kann jeder Polizist zu mir kommen und sagen, ich brauche mein Personal. Ja? Aber wir reagieren heute auf diesen Beitrag. Oh Gott. Wir werden ihn auch unten verlinken für die Menschen, die den ganzen Beitrag sehen wollen. Aber dieser Beitrag ist eine Legende. Also dieser Beitrag. Also ich habe es jetzt schon 4-5 Mal geguckt. Also es ist Unterhaltung pur, muss ich sagen. Ladendiebe, Penner und Rauschgiftsüchtige. Oh Gott. Rund um die Gedächtniskirche gibt es alles, was der Fixer braucht. Und statt der Polizei sind es ein gutes Dutzend Hilfs-Sheriffs in Zivil, die wachsam sind und eingreifen. Okay, oh Gott. Also man sieht da offensichtlich, du hast einfach Heroin in der Hand, ja, weil du es von jemandem weggenommen hast. Ja, von den Typen da, ja. Da hatte ich so direkt so zwei Gedanken da. Wie habt ihr ihn erwischt? Und zweite Gedanke ist, warum hat man euch dafür gebraucht? Warum hat das nicht die Polizei erledigt? Genau das Thema war es damals, weil die Polizei nicht in Privatgebäuden reingeht, wenn die nicht gerufen werden oder wenn die nicht eine Aufmerksamkeit haben oder einen Tipp haben, da und da sind Fixer. Hm. Und der Kudamm, wir reden von den 90er Jahren, der Kudamm war voll mit Fixern. Breitscheidplatz war voll mit Fixer und Drogenabhängigen. Das heißt, egal, als normaler Mensch, wenn du gelaufen bist, hattest du Angst gehabt, dass jemand mit einer Spritze auf dich losrennt oder dir Drogen anbietet. Wir reden von Kurfürstendamm an der Gedächtniskirche. So, es gibt eine Gemeinschaft, die heißt Arbeitsgemeinschaft City. Mhm. Und da sie ja Zweifel hatten, dass sie Angst hatten, dass die hilflos waren, dass die Polizei nichts machen konnte, ohne die Polizei das schlecht zu machen, haben die uns engagiert. Die haben gesagt, wir brauchen eure Hilfe, weil mich kannten die, weil ich im Europacenter schon tätig war. Mhm. Dort waren ja auch Fixer. Die haben wir praktisch vom Europacenter rausgeschmissen, weil dort die Geschäfte sich bedroht fühlten. Das heißt, eure Aufgabe war das und die Polizei hatte halt mehr zu tun wahrscheinlich als nur das und konnte jetzt nicht die ganze Zeit durch die Läden laufen wahrscheinlich. Also selbstverständlich, die Polizei kann nicht in den Häuser reingehen. Es war ja bestimmte Häuser, die kannten wir sowieso, weil wenn du am Kudamm warst, du wusstest genau, in dieses Haus, das waren so Bürohäuser, das war jetzt kein Wohnhäuser, Gott sei Dank, und da wusstest du, da hocken die meistens, wenn Feierabend ist, wenn die Leute ihr Mittagessen holen, die hocken da und hauen sich Spritzen rein. Verstehe. Und deswegen wurden wir gerufen, um diese Leute dort fernzuhalten. Ende. Fast. Erstmal begehen Sie Hausverbot und zweitens handeln Sie mit Rauschgift. Dann wollen Sie mich verarschen oder wie sehe ich das? Ich bin doch kein Arschloch wie Sie. Noch dazu wird einer handgreiflich. Er ist so angreifend gegen uns geworden. Oh Gott. Ich muss sagen, das ist so eine Stelle. Ahmed Mohamed, Libanese, seit 16 Jahren in Berlin. Keiner macht ihm Konkurrenz. Achte mal darauf, auch nicht. Achte mal darauf, wie der Polizist dich zurückgeht. So richtig lieb, guck mal. Wieso soll ich sagen, was Sie sind? Gib mir doch einen Grund, sie anzubrüllen. Woher? Wieso soll ich sagen, was Sie sind? Gib mir doch einen Grund, sie anzubrüllen. So einfach nur so eine Hand. Richtig lieb so. Also ihr seid da offensichtlich in einem Polizeirevier, ne? Nein, das war unsere Wache. Das war unsere Wache. Eure Wache? Ja. Aber was hat der Polizist da gesagt? Das war kein Polizist, das war ein uniformierter Wachmann. Okay. Wir waren die zivilen Leute, damit die Fixer uns nicht sehen, wenn wir sie festnehmen und nicht abhauen. Verstehe. Weil wir wollten die festnehmen. In dem Moment haben wir die Leute nach oben gebracht, um die Polizei zu rufen. Verstehe. So. Das sah aus wie so ein Polizist, der sie zurückhalten wollte, so auf Lieb. Ja, ich ganz ehrlich, ich war selber Vollpfosten. Ich war so dumm, ich war so aggressiv. Ich war, ganz ehrlich, mit den Typen möchte ich gar nichts zu tun haben. Aber diese Aggression, die du da hattest, wie viel davon war echt, weil du es gerade gefühlt hast und wie viel davon war so, weil du dir dachtest, okay, komm, ein bisschen Show für die Kamera. Nein, ich bin ehrlich zu dir, es war alles echt. So alles echt, ich bin so dumm, ja, es war alles echt. Oh. Ich bin so ein emotionaler Typ und es ärgert mich erstmal, weil ich denke mir anders. Ich denke mir so, Drogen schaden Kinder, töten Menschen und ich will es nicht erlauben, dass diese Menschen mit sowas zu tun haben. Ja, und deswegen macht mich das aggressiv. Verständlich. Also man sieht, du hast es richtig gefühlt. Also ich bin ehrlich zu dir, ich schwöre dir bei Gott, in dem ganzen Film, den ich heute bereue, war nichts gespielt. Also du bereust eher, dass du da überhaupt mitgemacht hast wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Dann hat sich meine Frage erledigt, weil ich dachte, das ist ein Polizist. Aber interessant fand ich, dass da oben unter anderem auch die Amerika-Flagge war. Hat das mit der Zeit zu tun, dass da auch eine Amerika-Flagge war? Im Prinzip war damals, die Deutschen hatten nichts zu sagen, die deutsche Behörde. Es war selbstverständlich, dass damals die Alliierten das Sagen hatten in Deutschland. Und somit hatten wir in der Wache eine amerikanische Fahne.
So als Vorbild eben. Verstehe. Jugoslawen, Türken, auch ein paar Deutsche. Nur wenige von ihnen haben einen Beruf. Am liebsten möchten sie zur Polizei, zur richtigen. Wolltest du auch zur Polizei zu der Zeit oder wie ist das? Also ich bin ehrlich, ich habe immer so eine Vorbildfunktion. Ich wollte immer Beschützer werden. Mhm. Ich wollte immer, klingt jetzt doof aus meinem Mund, immer auch gegen Kriminalität sein. Ich wollte immer der sein, der Leute von kriminellen Handlungen zurückhält. Ja. Und aber zur Polizei, wenn überhaupt, ich bin ehrlich, wenn überhaupt. Ich muss dazu sagen, ich schätze Polizisten sehr und ich schätze ihre Arbeit sehr, obwohl die früher in dieser Zeit meine Feinde waren. Weil die haben mich immer bekämpft. Die haben alles gemacht, damit es mir schlecht geht. Ich bin ehrlich zu dir. Nachhinein, dank Polizisten, habe ich die Polizisten auch verstanden, was sie damit meinten oder was sie von mir wollten. Und heute würde ich sagen, mein ganzer Gedanke war, wenn ich überhaupt die Möglichkeit hatte, zur Polizei zu gehen, dann immer SEK. Wegen Action, nicht einfach rumhocken, sondern was tun. Und da wird auch behauptet, dass so generell eure Truppe so gerne zur Polizei... Tatsächlich. Also wir waren wirklich so, dass unsere Leute, wie er schon sagte, Türken, Jugoslawen, Araber, unser Traum war dieser Schutz. Wir wollten Leute beschützen. Also wer beschützt Leute? Polizei. Ist dir bekannt, ob einer von denen von damals jetzt mittlerweile Polizist ist? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, die sitzen noch alle im Knast von damals noch. Nein, Quatsch. Nein. Okay, ich sagte gerade. Nein, nein. Ganz ehrlich, wir wollten dafür dastehen, um Gutes zu tun. Aber ob du es glaubst oder nicht, damals wusste ich gar nicht mal, was das Wort Sicherheit ist. Also ich habe danach, nach diesem Bericht, Hausdurchsuchung gehabt zu Hause. Okay, warum? Weil ich nichts hatte. Ich hatte keine Papiere, ich hatte keine Lizenzen, ich hatte gar nichts. Das heißt, ich habe mir selber damals einen Strick gebaut. Okay, verstehe. Hast du danach dann das alles gemacht? Ne? Ja, natürlich. Ich musste nach Abendschule machen, ich musste vieles machen, um natürlich seriös zu arbeiten. Musstest du deinen Job pausieren in der Zeit? Nein, ich habe, beziehungsweise meine Familie hat die Firma gegründet und so konnten die Jobs weitergehen. Verstehe. Hier guckst du halt rein, ne? Das zeigst du auch im Fernsehen nachher, im Video? Ja, oh Gott, ja, doch. Lass einmal, dann holt die ihn raus. So. Ja. Achso, das war unten die Toilette. Ja, dann, er hat so runtergespült, du hast ihn so hingeschoben, so, hast da geguckt. Und das Werkzeug ist leer. Ich finde diesen Moment auch sehr lustig. Gibt es in jedem Job. So, du guckst ihn an, er weiß nicht, was er machen soll. Ich glaube nicht mehr. Aber die Frage ist so, was hat er da runtergespült? Ja, seine Drogen. Guck mal, wir waren am Breitscheidplatz. Breitscheidplatz ist genau dieser Punkt, wo alle Menschen dort sind. Kinder, Eltern, Touristen und, und. Das ist eine öffentliche Toilette. Das heißt, mein Kind, dein Kind, was weiß ich, könnte runtergehen und die Spritze finden, anfassen, sich verletzen, sterben vielleicht, sage ich mal so. Ganz, auch wenn es krass sich anhört. Und diese Leute haben dort ihre Spritzen sich immer gegeben. Und unsere Aufgabe war dafür zu sorgen, dass diese Toiletten immer sauber sind. Die haben wir nie sauber bekommen. Wir haben dort, ob man mir glaubt oder nicht, sogar Leichen rausgeholt. Wir müssen die Polizei rufen, Feuerwehr rufen, weil die sich die goldene Spritze gegeben haben. Und dieser Typ hat mich so aufgeregt, weil so hatte ich keine Beweise. Ich hatte keine Beweise, ihm die Polizei zu übergeben und sagen, der hat Drogen dabei. Wir wurden leider ein bisschen gewalttätig auch. Wir haben die Leute geschubst, beschimpft. Die haben mir manchmal die Nase zugehalten, die Gurgeln, damit sie es nicht runter... Die hatten so eine Kugel immer mit Drogen, damit die es nicht runterschlucken. Nur... um unsere Arbeit zu rechtfertigen, sonst hätten wir die Anzeige bekommen. In erster Linie, was ich krass finde, ist, du hast ja auch da drunter geguckt, ist da jemand, seid drüber gestiegen. Das sind ja Sachen, die Polizei niemals machen dürfte, ne? Würde auch. Oder? Na, ich weiß es nicht, aber im Grunde die Polizei, na klar, wenn die Polizei weiß, da ist jemand, der sich eine goldene Spritze gibt oder Drogen im Spiel ist. Polizei wurde aus Sicherheitsgründen, wie wir es ja auch gemacht haben, vielleicht sind das auch zwei Leute da drin. Vielleicht sind das aus Sicherheitsgründen, müsst du gucken, wie viele Leute das sind, um zu rechtfertigen, wie du den Laden öffnest. Verstehe. Wir gehen einfach so... Gerne. Ich muss ja noch was dazu sagen. Ja. Übrigens, Abudi, es gab sogar genau an dem gleichen Ort einen Toter damals. Wir wussten nicht, dass er tot ist. Den haben wir selber von der Toilette rausgezogen. Wir haben uns auch Handschuhe vorher angezogen. Und der war tot. Wir haben die Feuerwehr gerufen. Und die Feuerwehr sagt zu uns... Habt ihr Erste Hilfe geleistet? Ich sage, was für Erste Hilfe, Alter? Der ist Drogen, der ist tot. Soll ich auch noch mir selber was holen? Ja. Da haben wir sogar Ärger von der Polizei bekommen, beziehungsweise von der Feuerwehr, dass wir nicht Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht haben. Aber ihr habt gecheckt, dass er tot ist. Er ist tot. Ja. Er ist schon lange tot, weil wie wir gekommen sind, war er schon tot. So, das heißt, uns hat immer
der normale Bürger gerufen, der auf Toilette wollte. Ja. Und der war schon lange tot, der war schon grün, orange und weiß. Aber was ich unverschämt fand, ich sollte Mund-zu-Mund-Beatmung machen, um diesen Typen, ganz ehrlich, würde ich heute auch nicht machen. Der war auch bestimmt beschmiert. Alles, alles, alles. Die Spritze lag ja noch drin. Und deswegen, auch wenn es heißt, unterlassene Hilfeleistung, aber... Ja, ihr habt ja zumindest Krankenwagen gerufen. Ja, aber, nein, haben wir gemacht, haben wir gemacht. Also, aber dass die Feuerwehr zu uns sagt oder der Polizei, ihr hättet... Ja klar, wir haben so ein bisschen dieses typische... Wir haben immer Handschuhe an, muss ich dazu sagen. Ihr habt eine Herzmassage haben wir gemacht. Aber du weißt, aber er war schon tot. Mund-zu-Mund-Beatmung mache ich nicht, tut mir leid. Aber braucht man heutzutage nicht mal. Nein, gut, damals war es so. Ja, ja. Aber diese Aussage kam, warum habt ihr keine Mund-zu-Mund-Beatmung? Wir haben gesagt, wir haben ihn versucht mit erster Hilfeleistung. Ich mache doch keine Mund-zu-Mund-Beatmung. Du weißt doch nicht, was er hat. So, ne? Ob nein, ganz ehrlich. Teilt oder nicht. Ich würde es heute wieder nicht tun. Ja, ja. Bei jedem anderen, der gesund, sauber, ja, gerne, aber nicht bei dieser Mensch, wo du schon siehst, das ganze Dreck und Blut da raus. Ja, genau, und die teilen sich vielleicht die Spritze und du weißt nicht, was für eine Krankheit ist. Also, geschweige, um meine Entschuldigung zu gewährleisten, er war schon eine Weile tot. Hm. Also er war nicht gerade am Sterben und dann kam wieder zu. Und verstehe. Das ist keine Entschuldigung, das ist die Wahrheit. Ja, verständlich aber. Wir haben jetzt ein paar Mal über die Polizei geredet. Ich zeig dir mal... Oh Gott, nein, ich kenne die Szene heute noch. Du meinst im Hausflur. Respektsperson, egal was er sagt. Ärger gibt es nur, wenn sich die Sünder rächen und ihm die Kripo auf den Hals hetzen. Die sind extra gebracht worden wie mir, oder was? Ja. Oder einfach so. Ja, ist so gut, ist so gut. Ich kenne die Szene. Ich weiß, die Polizei sind. Wer sind Sie denn? Mein Name? Möchte ich auch. Mein Name ist Paul. Gehen wir in Ihre Dienstnummer? Weil kann jeder Polizist zu mir kommen und sagen, ich brauche mein Personal. Kann ich auch meinen Ausweis zeigen mit dem Bild? Nein, nein, ich will nur Ihre Dienstnummer haben. Nein, nicht. Nur Ihre Dienstnummer. Erstmal so, warum will die Polizei vor Personalien, wenn du sowieso die ganze Zeit zur Wache gehst? Ja gut, das ist deren Pflicht. Ich war gar nicht bei der Wache. Na, du gehst doch, du nimmst doch Leute und bringst sie zur Polizei die ganze Zeit. Nein, wir nehmen sie zu unserer Wache. Ah, okay, und dann kommt die Polizei zurück. Exakt, ja. Aber dann weiß ja die Polizei, wer du bist. Eigentlich oder? Eigentlich warum ja. Warum wollte er... Ja, das war Schikane, das war so ein bisschen Schikane. Also im Grunde, der ganze Film ist sozusagen für mich auch ein Lehrfilm geworden, wie man es Wachen nicht macht. Weil du hast ja von ihm, wolltest du die Dienstnummer auch haben? Richtig, muss ich ja. Weil wenn er mir Unrecht tut, muss ich eine Anzeige gegen ihn erstatten. War es denn so oder wolltest du ihn auch ärgern ein bisschen? Ja, ich bin ehrlich, ich wiederhole mich nochmal. Ich habe damals ein Verhältnis zur Polizei gehabt. Ja, ein sehr miserables Verhältnis. Ich hab die Polizei, wenn ich die gesehen habe, ich habe rotes Tuch gesehen. Hm. Weil, wie gesagt, ich hatte mehrere Hausdurchsuchungen und angeblich immer gegen Waffen. Nach polizeidamaligen Aussagen hättest du gedacht, ich habe jeden Tag irgendwelche tausende Waffen bei mir. Und ich fand, dass es Schikane war. Heute würde ich sagen, man sollte der Polizei hundertprozentig vertrauen und dass die dir nie eine Lampe bauen würden wollen. Egal, ob du kriminell bist oder nicht. Ich frage mich immer, was man mit einer Dienstnummer anfangen kann. Kannst du ja, weil so hast du zum Beispiel... Die Personalien, wer bei dir war oder wer dich festnehmen wollte oder wer dich verärgert hat oder, die gibst du natürlich den Anwalt und der Anwalt kriegt raus, wer es ist. Checkt dann, ob er das durfte wahrscheinlich oder wie? Ja, allgemein, das ist Beschwerde. Wenn du eine Beschwerde legen willst, dann, bei dem Polizeipräsidium, brauchst du die Dienstnummer, ja. Ja, wir sind eigentlich durch. Ja. Ich muss aber so sagen, so wenn ich diesen Ahmed Mohamed in diesem Video sehe und den Ahmed Mohamed, den ich kennengelernt habe, du hast eine sehr krass starke Wandlung gemacht. Ne? So von aggressiv sauer sein, emotional zu so Sensei-mäßig. So, ne? Na guck mal, es geht ja darum, es ist wie eine Schule, wirklich. Das war wirklich mein erstes Auftreten überhaupt. Wir reden von 1988. Hm. Und jetzt kommt eine Kamera, ein Fernsehteam und sagt, ey, wir wollen dich filmen. Damals war auch RTL bei uns. Die haben uns, wie du schon gehört hast, Schwarze Sheriff genannt oder Rote Barretts. Ich wollte nur beweisen, wie gut ich bin. Ich wusste nicht, dass ich dadurch einen Fehler mache. Ich wollte immer beweisen, komm, zeig den Leuten, wie gut du bist, dass sie dich weiterbuchen, weiterempfehlen. Ja. Das war natürlich ein Fehltritt, ja. Verstehe. Heute würde ich natürlich alles fast gleich machen, vom Gesetzgebung her, aber natürlich anders, freundlicher, netter, wie heute. Aber anscheinend, du siehst ja, seit 88 bis jetzt durchgehend, Gott sei Dank, bin ich im gleichen Beruf. Also du hast einfach dazugelernt. Yes, Sir. Das freut mich. Aber es freut auch, dass du nicht mehr dieser aggressive Typ bist. Wir würden uns, glaube ich, nicht verstehen. Nein, ich war nicht aggressiv, ich war dumm. Also ich bin ehrlich zu dir, Abudi, ich war dumm, ich war nicht aggressiv. Außerdem, jetzt mal im Ernst, guck mal, wie hässlich ich aussah. Ich war so hässlich, Alter.
Ey, meine Zähne waren scheiße, mein Gesicht war scheiße. Ich trug eine Zuhälterbrille, obwohl ich kein Brillenträger war. Ich wollte nur angeben. Aber das war ja der Style von damals wahrscheinlich. Ja, richtig, ja. Das ist richtig. Aber ich wollte eben so à la Miami Vice wie Arme aussehen. Verstehe. Ja, also wir sind durch. Wer das Ganze sehen will, kann gerne, also wir werden das verlinken, müssen ja. Wir auch. Er kann sich gerne das alles geben. Und bitte, schaut euch das an, ihr legt euch hin. Da sind Momente, da lachst du dich tot und da gibt es Momente, wo du dir denkst, so, ey, sehr interessant, das mal gesehen zu haben. So, ne? Ja, dieses Video ist Kult. Also dieses Video ist Kult. Du hast ja lange gebraucht, um das zu finden. Ja, sehr, sehr lange, wirklich. Und sogar arabische Länder haben das ausgestrahlt. Merkt euch das. Ganz arabische Länder haben das ausgestrahlt. Also guckt gerne rein. Das war's von uns. Ja. Yeah. Dann macht's gut. Alles Liebe, passt auf euch auf. Danke.